Tja, es wird so mittlerweile alles auf den Sender gehen, ist unglaublich. Und sind wir guten Morgen und wir haben uns lange nicht gesehen zu Käffchen. Ja, und zwar, was geht an, wirklich dir auf den Sack? Wir machen die Kaffeemaschine auch an. Und das macht, denke ich, Sinn. Tja, eigentlich ist das so ein kleines Format, das habe ich mal kurzzeitig genutzt, aber jetzt eigentlich mittlerweile schon länger nicht mehr. Der Hund ist auch wach. Guten Morgen, Kaffee? Kein Kaffee? Ja, was fällt denn? Ja? Gut. Ja, normalerweise ist das das Format, was ich mehr oder weniger nutze, um ein bisschen Dampf abzulassen und mal sagen, was mir auf den Sender geht. Und was geht da im Moment auf den Sender? Auch der Hund. Hat mir die Klappe halt nicht versucht, das zu sagen. Und zwar. Los, die da nicht noch essen, das frisst du jetzt, mein Freund. Und zwar, was ging mir die letzten Tage auf den Sack? Wie ist das eigentlich? Sollten wir das Format ja weitermachen? Weil das habe ich jetzt irgendwie schon 2 Wochen nicht schon gemacht. Könnte man aber. Hä? Der komische, wie hieß der? Jo Uli oder was? Der Kinderfreund. Den haben sie gesperrt, ich habe wieder freigeschaltet, habe ich gehört. Mir geht immer noch auf den Sack, dass so Leute wie Excel und Tanzverbot dickes Geld mit YouTube verdienen. Jetzt mal im Ernst, Leute, die setzen sich da hin und machen sich da, fressen sich die Leber fett und besaufen sich und ich finde das noch, ich verstehe die Welt manchmal nicht. Ich verstehe auch die Community mittlerweile nicht mehr. Was heutzutage so alles abgefeiert wird an Leuten und wie die abgefeiert werden und womit die abgefeiert werden. Und diese Reaktionsvideos. Ich kann keine Reaktionsvideos mehr sehen. Ich gucke den ganzen Scheiß nicht mal trotzdem. Ich werde von YouTube zugebombt. Ich reagiere auf wie ich reagiere. Was ist hier los? Da wird immer auf irgendwas denken. Wie jetzt ein Video auf irgendwas. Da sitzt jemand hin und reagiert auf ein Video. Mittlerweile ist es so, der reagiert jemand auf ein Reaktionsvideo von jemandem, der auf ein Video reagiert hat. Habt ihr einen dann in der Schüssel oder was? Und das gucken, da sind 400.000 Klicks drauf, 5.000 Kommentare, wo ihr mir denkt, habt ihr einen Schuss langsam oder was? Ist bei euch die Schüssel durchgebracht? Ehrlich, da packst du ja nur eine, mittlerweile eine rüber, das ist ja nicht mehr normal. So blöde kann man doch gar nicht sein. Es war mir so weit abzufeiern, so was selten Dämliches. Ja, da muss man doch mal, man muss doch 5 Sekunden mal warten, warum bleibst du nicht offen? Man muss doch 5 Minuten mal was in seine Birne reinkriegen. Das ist doch nicht mehr normal. Und selbst wenn ich noch sagen würde, ja gut, ihr könnt das ja gucken, ist ja scheißegal. Aber dann fangen die Leute noch an, bei Livestreams solchen Leuten Geld zu spenden. So eine Leute darfst du doch nicht unterstützen. Du kannst so einen Schwachsinn doch nicht unterstützen. Meine Güte. Das ist wie wenn ich so einen bayerischen Akzent höre. Ja, schöne Frau, grüß dich, ja. Magst auch ein Wurstsemmel? Da kriegst du einen Kopfrichter. Alter, ne. Also. Nee, überlegt euch echt mal was anderes. Also das ist ja zum Kotzen. Ich geh mir jetzt einen Kaffee machen. Ihr könnt mich am Arsch lecken. Wir haben nämlich Wochenende. Ja, bevor ich es vergesse, ich muss meine üblichen Sachen ja machen. Ne? Okay, das reicht jetzt aber auch. Alter, Fixer und Scheiße. War mich juckt's am Sack. Meine Fresse, ey. Die Alte nicht gewaschen oder was? Da juckt mir am Sack. Ist ja nicht mehr normal.